So, es sieht nach Spaß aus. Auf jeden Fall werde ich Rebecca einmal heilen. Philly nimmt das damit. Und das. Und wie viel Platz habe ich überhaupt noch? Kaum noch. Ich weiß nicht, ob ich die Ribbons noch brauchen werde. Das ist das Austausch. Alle zu einem. So. Zack. Kombinieren. Kombinieren. Dann kann ich das nämlich gleich verwenden. Und nehme nochmal das Erste-Hilfe-Spray. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, das zu machen, bevor. Moment. Hier geht's nach oben. Da ist ein Hebel für den Auf. Sie könnten. Ah. Na, noch nicht. Erst muss Billy noch drauf. So. Ja. Okay. Ach, das Vieh lebt noch. Ah, gut, war klar. Also die Stimme in dem 1er HD Remaster Gedöns fand ich besser. Von dem Selbstzerstörungsding. Wow. Hi. Billy hat ausgerüstet. Au. Nein. Warum ist Rebecca auf Warnung, wenn hauptsächlich Billy getroffen wird? Verwenden. Sehr ungünstig, sehr ungünstig. Kombinieren. Es scheint tot zu sein. Es scheint. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract your majesty. Torbedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind in folgender Reihenfolge zu aktivieren. Okay, das muss ich mir mal kurz irgendwie aufschreiben, damit ich es direkt vor Augen habe.
Stifter. SW, NW, SO, W. Okay. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich überhaupt bin. Ja. Nein. So. Ach so. Rebecca läuft automatisch. Dahin. Oh Mann. Weg. Oh Mann. Hier bin ich. Nein. Ah, Billy ist zum Glück noch gesund. Ja. Noch, sagt sicher. Ich komme nicht mehr vorbei. Rebecca, du schaffst das. Oh, das wird so eine knappe Kacke. Meine Güte. Ja, los. Billy. Oh. Hui. Die Einrichtung ist weg.
Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Yay, endlich durch. Wow. Hat aber auch jetzt ganz schön lange gedauert, das durchzuspielen. Gut. Ich bin gleich mal auf die Statistik gespannt, wie lange es wirklich war. Auf jeden Fall mir das Spiel bis auf diesen Fledermaus-Boss und diesen Weg bis zu diesem zu der Egelkönigin sehr gut gefallen, weil das war ein bisschen meh. Hätte man vielleicht ein bisschen besser platzieren können. Weil es einfach nur unnötig Lauferei war. Es war ja noch nicht mal was auf dem Weg. Und die Fledermaus war einfach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hätte das Ganze für mich besser funktioniert, wenn man immer nur einen Charakter die ganze Zeit gesteuert hätte. Und nicht zwei Charaktere das ganze Spiel über, aber weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mal, wie das in den anderen Teilen ist. Schon zu lange her, aber ich meine, Zero war der erste, ist der erste und einzige Teil, den man im Local Einzelspieler-Koop-Gedöns da macht. Und es war okay, aber ich bin jetzt nicht der Ultra-Fan davon. Trotzdem hat das Spiel viel Spaß gemacht. Ich kann mich nur an die erste Hälfte nicht mehr so erinnern. Das mit dem Zug, okay. Aber was ich so in dem Haus so gemacht habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich ziemlich viel unnötig hin und her gelaufen. Weiß nicht, wie schlimm es für euch war. Aber gut, ein bisschen ist einfach dem dran vorbeigelaufen geschuldet. Zum Beispiel das mit dem Enterhaken bei der Seilbahn. Und manches der langen Zeit, die zwischen den zwei Parts lagen. Also zwischen dem Part vor dem Spinnengang oder so. Irgendwie so. Und dem Part danach, wegen PC, aber ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm für die, die es aktiv verfolgt haben. Ansonsten finde ich es sehr interessant, wie sie dann eine Vorgeschichte so entwickelt haben zum ersten Teil, den ich sehr mag. Ich hoffe, dass der zweite Teil mir auch nochmal genau gut gefallen wird wieder. Weil für mich ist bis jetzt das HD Remaster vom ersten Teil mein Lieblings Resident Evil, weil ich einfach die alten Teile 1, 2 und 3 so gar nicht mehr im Sinn habe. Dadurch, dass ich die vor... Wann kamen die raus? Das muss ich jetzt mal nebenbei raussuchen, wenn die Credits nicht schneller vorbei sind. Resident... Der erste kam, glaube ich, 98, 96 raus? Und ich habe den vielleicht um die 2000
gespielt. Und das noch nicht mal auf Restore, nicht mal weit gewesen, dass ich es durfte eigentlich, aber hey. 96 so, ja. 2 kam 98 raus, oder? Ja. Den, ich habe die alle so ungefähr zur gleichen Zeit gespielt. Schauen wir doch mal, wann der dritte rauskam. Davon hängt's ab. 99, ich. 2000 in Europa. Ja, dann muss es so zu 2001, 2 spätestens gewesen sein, wo ich die gespielt habe. Beim Kumpel damals und... Meine Güte, hatten wir Schiss. Teilweise. Aber hey, dadurch, dass sie schon lange her sind, ist das für mich im Grunde wieder eine neue Erfahrung. Und ich gehe nicht voreingenommen da rein, von wegen, ha, jetzt weiß ich, dass das da und das kommt. Aber beim 2er HD Remaster, der irgendwann kommt, wird es eh so sein, dass wieder Dinge geändert wurden gegenüber dem Original. Weil beim HD Remaster vom 1er war es ja auch so. Ich werde die Änderungen vielleicht teilweise noch erkennen. Aber das weiß ich nicht. Ich kann mich noch an ein Ende von 2 erinnern. Beziehungsweise an einem Endboss-Gedöns da. Und an ein Gebiet so ein bisschen. Aber das ist so lange her. So. 8 Stunden 20 Minuten. Das geht ja sogar noch. Erholungen sind... Was sind Erholungen? Achso. Heilungen. Schüsse 604, getötet 119. Also ich habe für jeden Gegner ungefähr 5 Schuss gebraucht. Na, das geht ja sogar noch. Würde ich fast sagen. Gespeichert 32 Mal. Ja. Bitte, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Obwohl mir ein, zwei Sachen nicht so gefallen haben, hat man ja gemerkt. Aber ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Bis dann, ich bin Indiana Jones.